Am Samstag siegten Ian Walker und seine Abu Dhabi-Crew beim Import Race in Kapstadt und dies nach nur einer Woche, nachdem sie die Sieger der ersten Etappe waren. Sie sehen die Sailing Updates News. Willkommen im Studio. Ich befinde mich diese Woche in einem außergewöhnlichen Büro, da ich in Südafrika beim Volvo Ocean Race bin. Hinter mir sehen Sie das Hafenrennen mit dem SCA-Team, welches am Samstag unglaublich gut abgeschnitten hat. Sie haben sich durch die schwierigen Umstände gekämpft und das SCA-Team erreichte den dritten Platz. Kapstadt war wirklich eine gute Herausforderung für uns hier in der Bay. Wir haben das erste Siegerpodium erreicht. Wir sind wirklich super glücklich. Direkt vor dem Geschehen ist der Wind in der Tablebucht überall. Die Flotte hat einen gespaltenen Start und Abu Dhabi und das SCA-Team sind direkt auf der Siegerseite. Sehr schwere Umstände heute und man braucht etwas Glück. Wir hatten sehr viel Glück am Start und während der ersten Runde. Wir kamen nach ganz vorne und mit guter Zusammenarbeit schafften wir es auch, vorne zu bleiben. Nach 20 Minuten oder so sah es so aus, als ob Abu Dhabi den Sieg in der Tasche habe. Der Kampf um den zweiten Platz zieht nun alle Aufmerksamkeit auf sich, der sich zwischen dem SCA-Team und dem Brunel-Team abspielt. Es war wirklich anstrengend. Wir hatten von 7 Knoten bis 30 Knoten Wind wirklich alle Bedingungen, was unglaublich schwer ist. Nur im Endsprint bei der 8-Meilen-Etappe hatten Walkers Männer Angst, weil in Brunel und das SCA-Team direkt im Nacken saßen. Bei der Ziellinie lagen nur 100 Meter zwischen Ian Walker und dem Brunel-Team. Es war ein sehr anstrengendes Rennen. Auch wenn man denkt, man sei sicher, und ist es man eigentlich nicht, wenn man Brunel und SCA im Nacken hat. Gutes Rennen. Das holländische Team schaffte es, die Frauen zu überholen und wird Zweiter. Das SCA-Team belegt den dritten Platz und Dongfeng wird Vierter.